Ja, guten Tag, willkommen zur heutigen Ausgabe Google Summer Academy Mobile Security. Was ich gleich vorwegnehme, ich werde nicht die Einstellungen auf dem Handy zeigen oder auf dem Laptop. Da gibt es mehr als genug Anleitungen im Internet. Da wir heute ja fast ausschließlich mobil unterwegs sind. Man kann schauen, wohin man will, sei es im Bus, im Zug, beim Warten. Überall ist das Handy omnipräsent. Es wird noch die letzte Folge angeschaut. Es wird kommuniziert, es wird gechattet, telefoniert und so weiter. Aber man vergisst oft, was hintendran noch alles passiert. Und genau auf das möchte ich heute eingehen. Mein Name ist Andreas Wiesler, ich bin der Inhaber der Firma GoSecurity. Wir machen Security Audits, Penetration Tests. Also das heißt, wir versuchen wie Hacker in die Unternehmen einzudringen und zeigen dann auch, wo sind die Schwachstellen, was kann man auch dagegen tun. Beginnen möchte ich mit einer Geschichte. Es ist Morgen, du machst die Augen auf. Schaust auf den Wecker, erschrickst. Eigentlich hättest du schon lange aufstehen müssen. Okay, schnurstracks in die Küche, weil der Kaffee, der darf natürlich nicht fehlen, der muss trotzdem sein. Du kommst in der Küche an, die ganze Küche steht unter Wasser. Geschirrspüler ausgelaufen, eine Riesenschweinerei. Okay, mühsam das Ganze putzen. Du möchtest dir dann Kaffee rauslassen. Geht einfach nicht. Okay, halt ohne Kaffee, zurück ins Bad, du machst dich breit, ziehst dich an, nimmst deine Bluetooth-Zahnbürste in die Finger, möchtest dir die Zähne putzen, aber sie läuft einfach nicht, nichts geht. Gut, halt wieder von Hand die Zähne putzen, wie man das immer so gemacht hat. Du möchtest ins Büro, weil du knapp dran bist, sagst du, oh, ich nehme doch das Auto. Du kommst in der Garage an, da steht ein niegelnagelneuer Tesla. Du möchtest die Türe öffnen und nichts geht. Du kannst einfach die Türe nicht öffnen. Okay, halt doch mit dem Zug, Bus oder mit dem Fahrrad ins Büro. Ja, in der Summe natürlich sehr abwegig. Aber was man heute vergisst, überall hat es heute irgendeinen Mikrocomputer drin. Eben diese mobile Kommunikation, ich möchte alles irgendwo steuern können. Ich möchte auf meinem Handy sehen, wo was gerade geht, wie hoch mein Stromverbrauch ist, was auch immer. Oder eben Geschirrspüler. Schaut mal auf das Datum, ist schon ein bisschen her. Da ist es Hackern gelungen, eine Schwachstelle auszunutzen. Es war bei Miele und konnten so von außen den Geschirrspüler übernehmen. Kaffeemaschine, auch hier das Alter 2008. Ich muss immer wieder schmunzeln, wenn ich diese Folie zeige, wie lange das her ist, als Jura einen Versuch gemacht hat, die Kaffeemaschine mit dem PC zu verbinden. Also da war noch nichts mit Wireless-Anbindung, sondern wirklich über einen PC. Heute kann man ja das sogar kombinieren mit Geodaten, komme ich nach Hause, stellt automatisch die Kaffeemaschine ein, der Kaffee wird bereits abgefüllt und wenn ich zu Hause ankomme, kann ich gleich die Tasse in die Finger nehmen. Aber auch hier, Hacker haben das gefunden und konnten so die Kaffeemaschine hacken. Zahnbürste, ja, die ist heute mit Bluetooth verbunden. Das heißt, ich kann auf dem Handy genau schauen, wann habe ich Zähne geputzt, wie lange habe ich Zähne geputzt. Gibt ja heute sogar welche, die Position noch sehen. Habe ich es gründlich, habe ich es gut gemacht? Habe ich allenfalls einen Zahn vergessen? Man kann sogar dann die App mitnehmen zum Zahnarzt. Dann bekommt man vom Zahnarzt noch Punkte, dass man da fleißig bei der DH war oder sonst beim Zahnarzt. Aber auch hier, Internetverbindung, lukrativ. Und der Tesla, der war immer wieder ein Thema. Ich habe hier einen Fall aus 2016. Da ist es chinesischen Hackern, Entschuldigung, Sicherheitsforschern. Die Gratwanderung ist da immer so ein bisschen dünn. Und da ist es gelungen, von außen den Tesla
eine Vollbremsung zu aktivieren, aber auch die Türverriegelung. Und das ist natürlich dann nicht lustig, wenn das Auto mit 120 oder noch schneller auf der Autobahn unterwegs ist und macht eine Vollbremsung. Aber eben, wie gesagt, in der Summe natürlich sehr abwegig, aber ist ein großes Thema, weil gerade die Autos, die haben heute alle eine SIM-Karte. Das ist in der EU vorgeschrieben, dass jedes Auto eine SIM-Karte hat. Natürlich für den Fall, wenn man einen Unfall hat, dass das Auto selber die Blaulichtorganisationen informieren kann. Aber, das vergisst man dann natürlich, auch Hacker könnten theoretisch über diese SIM-Karte auf das Auto zugreifen. Eine Aussage, die ich immer wieder höre, es ist ja noch nie was passiert. Bei meinem Unternehmen gar nichts. Wir sind da aware und an meinen Daten hat ja eh niemand Interesse. Und dann liest man in der Zeitung, Hackerangriff versetzte den Todesstoß. Swiss Windows AG macht per sofort dicht. 170 Mitarbeiter entlassen. Ja, hier war es eine Mail, die gekommen ist, wurde nicht sauber geprüft, wurde der Anhang geöffnet und da war Ransomware drin. Alle Systeme wurden verschlüsselt und man kam nicht mehr auf die Daten, konnte nicht mehr darauf zugreifen. Ja, das mal so einleitend. Wenn irgendwelche Fragen sind, ich habe gesehen im Chat, dass etwas durchgeht. Ich habe genügend Zeit für die Fragen eingeplant, dass wir hier wirklich noch schauen können. Da können wir auch dann spezifisch vielleicht auf ein Handy oder eine Einstellung eingehen. Aber das ändert von jeder Version, sieht es ein bisschen anders aus. Darum habe ich bewusst darauf verzichtet. Aber die mobile Kommunikation, die mobile Sicherheit, die steht ganz klar im Fokus von diesem kurzen Vortrag. Wo haben wir denn überhaupt unsere Bedrohungen? Ja, natürlich, dass jemand unser Gerät stiehlt. Aus Unachtsamkeit, vielleicht auch mal vergessen, bleibt irgendein Handy liegen. Es gibt so Statistiken, zum Beispiel von London, vom Flughafen, wie viele Geräte da in einem Monat liegen bleiben. Das sind unvorstellbar große Zahlen, wo ich mich immer wieder frage, ja, wie kann das passieren? Ich weiß nicht, wie es euch geht. Für mich ist das Handy wichtiger als die Geldbörse, das Portemonnaie. Ich kann ohne Portemonnaie zum Haus raus, da habe ich keine Mühe damit, ohne Handy kehre ich um, ich brauche das. Weil da ist ja alles heute drauf, die ganze Agenda, die Kontakte sind drauf, das Zugsbillett ist drauf, der zweite Faktor ist drauf, die Passwörter etc. Und darum ist natürlich der physische Diebstahl, wenn das mal wegkommt, eine große, große Herausforderung. Wir werden kurz Malware anschauen, was das überhaupt ist. Und der Hauptfokus sind Phishing-Angriffe. Darum möchte ich dort noch ein bisschen mehr Zeit dann investieren. Dann das ganze Netzwerk, was um uns herum ist, dass wir überhaupt auch kommunizieren können. Und ein großes Thema bei mobilen Geräten sind die Apps, die wir herunterladen. Ja, eben, ich habe es schon angesprochen, die Nachlässigkeit auch als Thema, dass etwas gestohlen wird. Das ist ein Bild aus dem ICE. Da kam ein junger Mann, hat seinen Platz hier gefunden, hat ein Notebook ausgepackt, hat ihn eingeschalten, hingestellt und ist weggelaufen. Keine Ahnung, was er gemacht hat, ob er aufs WC gegangen ist oder im Bordrestaurant, was trinken, essen gegangen ist. Keine Ahnung, aber hat einfach seinen Laptop so stehen lassen. Wäre natürlich ein einfaches, da schnell hinzulaufen und zu schauen, was ich da sehe. Oder ich nehme einfach einen USB-Stick in die Hand, stecke den ein. Es braucht vielleicht 30 Sekunden, eine Minute und der Schädling ist dort installiert. Einzelfall? Nein. Das ist ein Flughafen von einem Kollegen, der durfte Business fliegen, Business Lounge.
Genau das gleiche Thema. Ihr seht da, der Laptop eingeloggt, ist er hier. Ihr könnt euch ja mal selber fragen, ist es euch auch schon passiert, dass ihr Mittagessen gegangen seid oder ihr musstet aufs WC und ihr habt euren Arbeitsplatz ungesperrt dagelassen. Im Büro vielleicht nicht so tragisch. Das sind die Kollegen natürlich, da kommt nur jemand rein, der auch Berechtigungen hat. Aber wie sieht es aus, wenn ihr irgendwie im Café seid, im Starbucks-Café, ihr arbeitet dort noch, sperrt ihr oder sperrt ihr nicht? Und gerade heute laufen eben die Angriffe anders als früher. Früher haben die Hacker versucht, direkt auf Systeme zuzugreifen. Die haben gesucht, gibt es irgendwelche Schwachstellen? Kann ich die irgendwie ausnutzen? Dummerweise haben wir so ein Element in der Mitte, das nennt sich Firewall. NordVPN Securitas vor der Türe, der schaut, darfst du rein oder darfst du nicht rein. Kommt ihm etwas verdächtig vor, sagt er, darfst da nicht rein. Für die Hacker natürlich sehr, sehr schwierig, entsprechend über diesen Weg reinzukommen. Das heißt, sie probieren einen neuen Weg. Und der einfachste Weg sind halt die Mitarbeitenden. Man schickt mal eine Mail mit mehr oder weniger plausiblem Inhalt, meistens gut erkennbar mit den Schreibfehlern, aber es gibt inzwischen auch sehr gute. Wenn ich aber jetzt diesen Anhang öffne, habe ich einen Schädling drauf. Und jetzt passiert halt, dass der Schädling die Verbindung von innen nach außen aufbaut. Und jetzt sagt die Firewall in der Mitte, ja, das ist ja der Mitarbeiter XY, den kenne ich doch. Klar darf doch der ins Internet eine Verbindung machen. Und über diesen Weg kommt der Hacker ins Netzwerk rein. Und da sind wir ganz klar im Fokus. Hier sind jetzt zwar PCs eingezeichnet, funktioniert gerade so gut auch über das Handy. Wenn nicht sogar einfacher, durch die vielen Apps, die halt da drauf installiert sind. Aber auf das komme ich ein bisschen später dann noch zu sprechen. Ja, wie kommt dann diese Malware auf mein Gerät? Gerade erwähnt, diese Apps, die infiziert sind. Aber auch Downloads von irgendwelchen Seiten. Ihr bekommt einen Link, zum Beispiel neue Netflix-Serie ist draußen. Bitte klick hier drauf. Vielleicht kommt noch ein PDF dazu. Da so ein Klassiker, der im Moment immer wieder rumgeht. Netflix-Rechnung wurde nicht bezahlt. Du kannst aber hier klicken und kannst deinen Account wieder öffnen. Und dann habe ich entweder eben diesen Link oder ich habe sogar ein PDF mit dran. Und wenn ich das öffne, ist in diesem PDF genau der Schädling. Im Büro machen die Unternehmen extrem viel, um genau solche Dinge rauszufiltern. Aber wie sieht es dann auf dem Handy aus? Wer managt das? Es gibt ja diese Abkürzung mit den vier Buchstaben, Bring Your Own Disaster, Entschuldigung, Device, wo ich eben das Gerät selber mir beschaffen darf. Ich kann mir selber ein Notebook kaufen. Kann mir selber das Handy auswählen, kann selber das Tablet auswählen. Wer kümmert sich da um den Schutz des Gerätes? Genau, danke Peter für die vier Buchstaben. Bring your own device. Und ich übersetze es gerne als bring your own disaster. Weil es halt extrem schwierig ist für die IT, unterschiedliche Geräte zu verwalten. Oder sie sagen gerade, interessiert mich nicht, hat ja der User selber beschafft. Haben wir Schädlinge auf Geräten? Hier habe ich bewusst jetzt die von Android genommen. Und ihr seht da, PUA vielleicht noch als Abkürzung, potenziell unerwünschte Anwendungen. Das heißt, wenn ich irgendeine Anwendung installiere und die hat dann auch hinten dran was ein bisschen versteckt. Das wurde hier nicht speziell ausgewählt als
diese Spiele, die ihr herunterladen könnt. Oder es gab mal die Taschenlampe, die dann aufgezeichnet hat, wo ihr durchgeht, welche Apps ihr öffnet und so weiter. Das ist hier nicht gemeint mit PUA. Ihr seht, eigentlich nicht so hoch. Wenn man aber dann den ersten Balken anschaut, dann steht da 1 Million. Und das sind immer die, die neu dazugekommen sind. Jetzt sind wir so knapp bei 1,5 Million neue Schädlinge, die unter Android bekannt wurden. Im 2023 knapp 2 Millionen PUA und etwa 1,2 Millionen Malware. Also ihr seht, die Hacker haben Interesse an diesen Geräten und entwickeln spezielle Viren genau für diese Geräte. Wenn jetzt noch die Frage kommt, ja, Andreas, wie sieht es dann bei Apple aus? Es gibt auch Viren für iPhone, iPad, aber sehr wenig. Apple hat ein recht geschlossenes System. Es ist da nicht so einfach, irgendeinen Schädling auf die Geräte zu bringen. Leider für mich ein kompletter Fehlentscheid. Die EU hat ja Apple verpflichtet, dass sie den App Store öffnet, dass auch andere App Stores zur Verfügung gestellt werden müssen. Das heißt, für die Hacker wird es in Zukunft einfacher, auch bei Apple Schwachstellen auszunutzen und Malware zu verbreiten. Das ist immer so ein bisschen der Nachteil, wenn man offene Stores hat. Jeder Angriff heute hat eine soziale Komponente. Also technisch geht es praktisch nicht mehr. Also da müsste ein Unternehmen schon eine große Schwachstelle haben. Und zu dem Thema habe ich euch da was mitgebracht. So, in den Kommentaren an, seid ihr durch. Genau das ist Phishing. Vermutlich wird ja niemand von euch jetzt diesem Buben das Sparbuch mitgeben. Aber es ist ein Grund, mehr oder weniger eben plausibel. Wir machen etwas für dich, sogar kostenlos. Helfen wir dir. Wie kommt man dann überhaupt an Informationen? Auch da gibt es fixfertige Tools, zum Beispiel Maltego, so eine Analyse-Software, wo ich die ganzen verschiedenen Spuren, die es da gibt, mal zusammensuchen kann. Das heißt, ich gebe da zum Beispiel einen Namen ein, Andreas Wiesler, und dann sucht das Internet ab, was finde ich über Andreas Wiesler. Ihr könnt mal klassisch nach mir suchen, nach Andreas Wiesler, was ihr alles finden werdet. Ihr werdet ziemlich schnell sehen, dass ich bei der Go Security arbeite. Ihr werdet herausfinden, dass ich Dozent an der Fachhochschule bin, dass ich dort an COS, Cyber Risk Information Security Management unterrichte. Ihr werdet aber auch weitere Dinge finden. Wäre nachher spannend, was ihr sonst noch findet. Ich verrate jetzt nicht alles über mich, aber ihr werdet relativ viel finden, weil ich aktiv bin im Internet, aber auch meine Spuren bewusst hinterlasse. Klar gibt es immer wieder Dinge, wo ich nicht selber reingestellt habe. Wenn ihr irgendwas findet, bezahlt seine Rechnungen nicht, das bin nicht ich, das ist ein anderer Andreas Wiesler, den es auch noch gibt in der Schweiz, aber schon Betreibungen bekommen von dem. Das ist dann nicht lustig, aber wenn man genauer schaut, sieht man, dass es nicht ich bin. Aber genau das macht so eine Suchmaschine. Und jetzt ist es natürlich nicht nur, wer ist der Wiesler, sondern auch, mit wem hat der Wiesler Kontakt? Das seht ihr hier auf diesem Screenshot, leider nicht lesbar, wo dann die weiteren Personen sind. Ja, LinkedIn ist eine wunderbare Quelle. Mit wem ist Andreas Wiesler verknüpft? Vielleicht auch, was sind die Mitarbeitenden bei der Firma Go Security? Für was könnte ich das wohl brauchen, diese Informationen? Jemand eine Idee? Warum sollte ich vielleicht noch wissen, wer in diesem Unternehmen arbeitet, wer der Chef ist? Gerne an die Runde. Absender fälschen, Phishing,
Ja. Als wenn ich mich ausgeben kann. Wunderbar. Ich hätte den Screenshot mitnehmen sollen. Ein Mitarbeiter hat mir letzte Woche eine Mail geschickt. Haha, Andreas, lustiger Versuch. Er wurde angeschrieben. Er heißt Patrick, lieber Patrick. Wir haben ja bald ein Jubiläum bei der Go Security und ich würde gerne unsere Mitarbeitenden überraschen. Könntest du mir einen Gefallen machen? Das hat er mir weitergeschickt und ich habe ihm dann gesagt, ja bitte, jetzt antworte dem doch und frag mal nach, was das für ein Gefallen ist. Und siehe da, ich war selber überrascht, hat der andere geantwortet. Ja, danke Andreas, dass du dir die Zeit nimmst. Entschuldigung, danke Patrick, dass du dich gemeldet hast. Schön, nimmst du dir die Zeit. Ich möchte gerne jedem Mitarbeiter einen iTunes-Gutschein schenken. Kannst du bitte? Dann kam die Anzahl, die war richtig, so viele Mitarbeiter, wie wir auch sind. Gutscheine einkaufen gehen. Achte bitte darauf, nicht alle im gleichen Laden. Es kann dann sein, dass es dumme Fragen gibt. Darum bitte gehen verschiedene Läden. Und damit ich gleich die Karte schreiben kann, wäre es gut, wenn du auf der Rückseite dieses Feld, das ja zugedeckt ist, wegrubbeln würdest und mir von jeder Karte ein Screenshot schickst, ein Foto schickst. Fand ich auch sehr, sehr lustig. Hat er natürlich dann nicht gemacht. Aber ihr seht, wenn man darauf antwortet, dann kommt auch etwas, und ziemlich zügig. Und das Mail war gut geschrieben, war in gutem Deutsch. Nicht, es hat schon ein bisschen Schreibfehler drin, aber so normale Dinge, die man auch sonst sieht. Also darum sind genau solche Maschinen wichtig. Ich will ja genau Vertrauen erwecken. Ich kenne dich ja. Ah, habe ich dich nicht gestern am Anlass XY gesehen? Gerade die, die sehr aktuell auf LinkedIn jeweils posten. Ich war gestern am Anlass XY, war super. Und dann schreibt mir jemand, hey, ich habe dich doch gestern gesehen. Wir waren kurz im Gespräch, vielleicht kannst du dich erinnern, aber ich musste gleich weitergehen. Zu unserem Thema habe ich noch ein paar Informationen. Schau mal ins PDF, das ich dir da angehängt habe. Grottenschlechtes Beispiel. Englisch, der Grund, auch nicht so relevant. Wenn man dann auf den Link geklickt hat, übrigens der Link, der ist korrekt. Also das dazu mal war er korrekt. Das, was man unten sieht, e-Finance, postfinance.ch, das ist absolut richtig. Anhand von dem sehe ich es nicht. Wenn man aber drauf geklickt hat, ist eine völlig andere Seite gekommen. Also ich klicke gerne so Phishing-Links an in einer gesicherten Maschine und mal schauen, wie viel Mühe haben sie sich gegeben. Und da war doch, ja, die Seite sieht aus wie die echte, aber die Internetadresse, die sogenannte URL, die war völlig, völlig was anderes. Ja, Moritz, vor allem die von der SBB, vor allem die Rechnungen. Jetzt kann man ja sagen, ja, eben, das erkenne ich ja sofort. Es gibt sogar auf Schweizerdeutsch Phishing. Hier hat mir die Lena geschrieben. Oh, ich bin's, Lena. Sorry, dass ich mich erst jetzt melde. Ich bin 2 Monate im Wallis bei meinem Vater gewesen. Wie geht's dir? Schade, dass ich deine Nummer nicht mehr habe. Sonst hätte ich dir schon längst angerufen. Ich würde mich mega freuen, wenn wir uns in den nächsten Tagen mal hören oder schreiben würden. Was meinst du dazu? Jetzt könnte man ja sagen, Lena, ich kenne dich zwar nicht, aber du hast sogar deine Handynummer da reingeschrieben und das Foto sieht auch noch nett aus. Mal, klicke ich doch mal auf das Foto, dann kann ich sie noch ein bisschen größer anschauen, diese Lena. Ich würde es nicht empfehlen, das Foto zu öffnen. Könnte ja sein, dass kein Foto ist. Aber könnte ja sein, und wenn ich eh, sie ist ja jetzt gerade neu Single, schreibt sie noch, und sie wäre am Treff interessiert. Vielleicht spielen jetzt die Hormone plötzlich verrückt und dann, ja, genau, die Lena, das kommt mir jetzt gerade gut gelegen. Ja.
Also hier wird auch wieder der Versuch gemacht, Vertrauen zu erwecken oder Interesse zu wecken. Das sind so zwei Dinge. Ein weiteres ist Angst, Druck aufzubauen. Wenn du das nicht machst, dann passiert das. Ebenso Kontosperrungen. Wenn du nicht innerhalb von 2 Tagen antwortest, wird dein Konto gesperrt. Das sind so diese Klassiker. Ein Kollege bei der Swisscom hat die Nummer mal nachgeschaut. Anscheinend ist es eine seriöse Nummer. Ich hätte jetzt gedacht, es sei keine seriöse Nummer. Aber es kann auch sein, dass zwischen diesem Screenshot und der heutigen Verwendung der Nummer sich etwas geändert hat. Ich habe nie angerufen. Ein bisschen Gwunder wäre da gewesen, mal zu schauen, ob da wirklich jemand abnimmt. Ich habe jetzt eher darauf getippt, dass hier so eine Rotlichtnummer ist, wo man dann irgendwann viel Geld bezahlen muss, dann habe ich es dann sein gelassen. Aber spannend ist halt, was schon passiert, wenn ich nur nett frage. Vielleicht haben wir diese Situation bald wieder, dass Putin ihm helfen wird. Ja. Eben gerade das mit diesen Informationen. Da muss ich leider schnell die Präsentation wechseln. Ich kann nämlich keinen Ton scheren, wenn es in der PowerPoint läuft. So. Muss schnell neu teilen. Tut mir leid für diesen Wechsel. Das sind diese technischen Herausforderungen. Ja, Phishing geht per Mail. Geht per Fragen, aber halt auch auf der Straße. Die Hand hochhalten, was wirklich der Fall ist. Jawohl, danke schön. Dag Fien. Ik zie een school tegen Antwerpen. Ja. Insecten. Dat blief. Ik voel twee insecten op je rug. Kan dat? Ja, vlinders. Slovenië? Zo, hè. Ene moto. Oranje. Pas erop. Zenit. Oui, oui, bien. Je hebt een vriendin. Julie de... Ja. Een boeiend liefdesleven. 3, 4. De vierde, daar zwijg ik meestal over, dus dat weten niet veel mensen. Hoe is mijn spierscheur? Maison rouge, balkon, blanc. Ja. Ik zie geld, ik zie transacties. Maar kent je rekeningnummer van buiten? Ik denk dat ik het wel weet. Je staat wel negatief op je bankrekening. Ja? 9, 7. Last month, you spent 200 euros on alcohol. Vorige maand, 300 euro aan kleding gespendeerd. 8. Ja. 5. Voor een huis dat van eigenaar gaat veranderen. 795.000 euro. Ja, eigenlijk. 41. Ja. Is dat juist? Ja, dat is juist. Oh nee. Ah, dat vind je eng. Ja, genau diese Informationen, die man überall hinterlässt. Und das ist auch gleich wieder die Überleitung, ein bisschen ausgeholt vom Phishing her, die vielen Informationen, die wir überall hinterlassen. Und gerade mit dem Handy, die Wanze, die jederzeit dabei ist und entsprechend sehr viel weiß. All die Spuren, die da drauf gespeichert sind.
Ich habe eine Weiterbildung gemacht, ein Masterstudium in IT-Forensik. Und gerade Forensik auf mobilen Geräten ist extrem spannend. Ja, Stefan, kann ich dann noch? Ihr bekommt eh die ganze Präsentation noch. Ah, Moritz hat ihn schon gefunden. Super, danke schön. Zurück eben diese Spuren, die ich hinterlasse, sind mannigfaltig. Kann ich sagen, ja, ich habe ja die normalen Dinge drauf, aber dann habe ich plötzlich auch Apps, die ich installiere. Und das möchte ich euch wirklich mitgeben. Schaut jeweils, was verlangt diese App? Auf was möchte die Zugriff haben? Braucht der Taschenrechner wirklich die Geodaten, wo ich gerade bin? Ja, wohl kaum. Ein SBB schon, weil wenn ich das Ticket löse, wo ich einfach einsteigen, aussteigen kann, dann brauche ich natürlich Geodaten. Muss ja das Handy wissen, wo ich bin. Und so hinterlasse ich überall Spuren. Ihr habt hier im Video gesehen, was man zum Beispiel bei Facebook findet. Oder auch, da war es jetzt eine Nummer von dieser Bankkarte. Wie sieht es aus mit Kreditkarteninformationen? Auf Twitter bzw. X, wie es heute heißt, da gibt es einen Account, der shared das. Gerade in Amerika, die Teenies, die bekommen zum ersten Mal eine Kreditkarte. Wow, jetzt bin ich jemand. Was machen sie? Sie machen ein Foto. Hey, ich habe die erste Kreditkarte. Und veröffentlicht das im Internet. Und da müsst ihr eigentlich nur noch die zusammennehmen. Eben, der sammelt dann das. Ihr müsst nicht mal selber suchen und habt dann diese Informationen. Auch euer Verhalten wird aufgezeichnet. Kundenkarten zum Beispiel. Ob jetzt die auf dem Handy sind oder noch physisch, das spielt nicht mal so eine Rolle. Und da gab es einen bekannten Fall, der ist auch in verschiedenen Büchern drin. Da bekam eine junge Frau, also nicht mehr Teenie, aber eine junge Frau bekam ein Paket mit Produkten für Schwangere. Sie hat noch zu Hause ge gelebt, der Vater natürlich explodiert, was jetzt denen einfällt, da was zu schicken, hat denen anscheinend böses Mail geschickt und die haben ihn dann angerufen und wollten sich entschuldigen. Es tut uns leid. Was die angerufen haben, hat dieser Vater abgenommen und gesagt, ja, er müsse sich entschuldigen, die Tochter sei wirklich schwanger. Das heißt, dass dieser Laden hat es gewusst vor dem Vater. Warum das? Die Tochter hat sich, das geht jetzt ein bisschen in die Sage rein, ich kann es nicht genau sagen, hat sich vielleicht gesünder ernährt, hat vielleicht nicht mehr geraucht, hat gesündere Cremen eingekauft, was auch immer. Und der Algorithmus hat dann gesagt, aha, die und die Indizien, die muss schwanger sein, der schicken wir jetzt mal ein Paket mit Müsterchen. Ja, welche Werbung interessiert mich? Die, die passt. Habe ich einen Hund und bekomme die ganze Zeit Werbung für Katzenfutter? Das klicke ich einfach weg, das lösche ich einfach. Wenn dann aber das richtige Hundefutter kommt, dass das Fell so glänzt wie noch nie, dass dem Hund so gut geht, dass er so weit laufen kann wie noch nie, was auch immer, kaufe ich es oder kaufe ich es nicht? Oder klicke ich nicht? Vermutlich viel eher. Und genau um das geht's, wenn ich verkaufen möchte. Im Internet herrscht heute Krieg. Da gibt es so Seiten, ihr habt da so einen Link, wo ihr noch weitere findet, wo man genau sieht, wer greift gerade wen auch an. Und nicht erst seit dem Ukraine Krieg mit Russland haben wir das zwischen Russland, EU, Amerika, sondern das gab es schon früher und wird es auch immer geben, weil gerade Cyberspionage ein ganz wichtiger Teil ist in der Kriegsführung. Nutzt von euch jemand Strava?
Eben Sportler unter euch, Radfahrer, ja, gehen ein paar Hände hoch. Viele amerikanische Soldaten haben auch Strava drauf und haben dann veröffentlicht, dass sie ihre Läufe machen. Und die waren irgendwo in Irak, in der Wüste, waren die stationiert und die haben natürlich die Runden gedreht, rund ums Camp rum. Und was macht Strava? Strava macht sogenannte Heatmap, wo man schauen kann, wo gehen dann die anderen laufen. Finde ich eine echt coole Funktion, wenn ich irgendwo in einer fremden Stadt bin, möchte noch joggen gehen, dann schaue ich auf Strava, wo gehen dann die anderen und bekomme eine geniale Route. Dumm war hier halt, dass der Feind dann gesehen hat, da hat es viel Bewegung, da muss was sein mitten in der Wüste. Und so haben sie ein amerikanisches Camp gefunden. Moritz hat gerade eine Ergänzung gemacht mit diesen Spielen. Wieso sind so viele Spiele kostenlos? Oder auch schon nur die Überlegung, wieso bekommt ihr so viel Werbung, zum Beispiel für ein bekanntes Spiel? Was ich immer wieder sehe, ist da, wo man diese Bällchen hochschießen muss und wenn das die gleiche Farbe ist, dann löst sich's auf. Kostenloses Spiel. Warum haben die so viel Geld, um Werbung zu machen für dieses Spiel? Ja, irgendwo muss ja Geld wieder reinkommen. Und das machen sie mit euren Daten. Bewegungsdaten hat jetzt Moritz in den Chat geschrieben, aber auch weitere Dinge. Die Nutzung, welche Apps nutzt ihr? Kann man diese Informationen missbrauchen? Ja, das bewusst und unbewusst. Nehmen wir mal an, ihr seid politisch rechtsorientiert. Ihr sucht im Internet nach irgendwelchen Dingen, sind bald wieder Abstimmungen. In der Schweiz stimmen wir über das BVG ab, über die Berufsvorsorge. Ihr schaut, was da kommt, klickt etwas an, geht gleich wieder zurück, klickt etwas anderes an, da bleibt ihr ein bisschen länger. Und jetzt weiß das System, ah, gefällt ihm oder gefällt ihm nicht. Ich muss nicht mal klicken. Also ich muss nicht bei Facebook ein Häkchen setzen. Schon nur bleibe ich länger oder kürzer, weiß ich, ob das passt oder nicht. Was bekomme ich beim nächsten Suchen? Natürlich die Dinge, die mich interessieren und nicht die anderen. Und irgendwann bekomme ich halt nur noch rechtsorientierte Ergebnisse, also politisch rechtsorientierte Ergebnisse angezeigt und sage dann, ja, alles, was da steht, ist ja meine Meinung, ist absolut richtig. Alles andere ist falsch. Und so kann ich die Meinungsbildung beeinflussen. Sehen wir ja jetzt gerade in Amerika, sind Wahlen, die Werbebudgets von beiden Seiten, was da Geld ausgegeben wird, um genau diese Meinungsbildung zu beeinflussen. Ich habe nur eine Zahl gesucht, hier unten, 8. Februar 2024. 23 Millionen Cyberangriffe auf die Stadt Bern in einem Jahr. Also ihr seht, auch da, es geht darum, Schwachstellen zu finden, irgendwo einzudringen, Informationen zu holen und die natürlich dann auch zu nutzen. Wir in der Schweiz, wir haben das BACS, das Bundesamt für Cybersicherheit. Früher hieß es NCSC, der Link ist leider immer noch der alte. Sie haben es innerhalb von 8 Monaten nicht hingekriegt, das auf BACS zu ändern. Ist immer noch NCSC, das Nationale Zentrum für Cybersicherheit. Ich war erstaunt, als ich jetzt diese Folie aktualisiert habe für euch. Eigentlich sind es wenig. Für mich hat es auch ein bisschen einen Grund hintendran, dass das nur eine Statistik ist. Sie machen nämlich nichts mit diesen Meldungen. Sie können gar nicht aktiv werden. Sie sind ja keine Polizei, wo dem nachgehen kann. Aber genau, das zeigt so ein bisschen das Bild. Wenn ihr, das ist pro Woche übrigens, wir sind ein bisschen mehr als 500, das da
letzte, vorletzte Woche war, an Meldungen, die eingegangen sind. Vieles ist Betrug, und der Betrug sind auch diese falschen Dinge, die im Internet rumgehen drin. Also kauf etwas und dann bekomme ich es nicht. Das ist da mit drin. Und ein großer Teil ist halt Phishing. Wenn man aber dann bei den Behörden mal nachfragt und sagt, ja, ihr seid doch aktiv, was habt ihr so rausgefunden? Dann gibt es das hier. Das ist von Mark Hanauer, von diesem Bundesamt. Ihr seht, das ist nicht eine Einzelperson, die hinten dran ist. Also jeder dieser Punkte hier drauf, das ist eine Person, und die sind vernetzt miteinander. Darum, auch wenn man wieder in der Zeitung liest, großes Hackernetzwerk lahmgelegt. Ja, 24 Stunden, 48 Stunden, vielleicht 72 Stunden später ist jemand anderes da. Also die Mafia hat den Weg schon lange ins Internet gefunden. Und da können wir unbewusst vielleicht auch ein Teil davon sein, dass unser Gerät halt missbraucht wird für den Transport. Sie sind dann hingegangen und haben sogar die Namen von denen rausgefunden. Eben auch wieder mit so Dingen wie Maltego. Wer kommuniziert mit wem? Und wenn ihr hier außen, irgendwo, Entschuldigung, irgendwo hier außen einen wegnehmt, passiert nicht viel. Da rückt gleich der nächste an. Also wenn, dann müsste ich irgendwo da einen größeren erwischen, wo viele dranhängen. Also da wirklich, es ist nicht mehr eine Person, es ist nicht mehr der frustrierte Jugendliche im Keller, der genügend Zeit und Motivation hat, sondern es ist aktiv, manchmal auch wirklich von Staaten her, wo das gemacht wird. Erst kürzlich sind Zahlen rausgekommen. Vielleicht an die Runde eine Frage: Welches Land hat am meisten Geld verdient mit Cyberangriffen? Afrikas Kontinent, ja. Nordkorea, korrekt. Nordkorea hat am meisten Geld verdient. Jetzt kann man sagen: Nordkorea, haben die überhaupt Internet? Anscheinend schon ein bisschen. Man hat dem Ganzen auch ein bisschen mehr noch Zeit gegeben, das zu analysieren. Der macht das ziemlich clever. Die gehen in die Schulen und schauen, wer ist gut in Mathe, wer ist gut in Physik. Die holen sie raus, schicken die nach China in die Schule. Da lernen sie Programmieren, die ganzen Dinge hinten dran. Und dann müssen die hacken. Die bekommen also einen Auftrag: Du musst so und so viel Geld pro Woche verdienen, sonst haben sie Probleme. Das Problem ist die Familie, die nehmen sie als Geisel. Also es kann dann sein, dass vielleicht dann die Schwester, der Bruder, die Eltern misshandelt werden, wenn die den Umsatz nicht bringen. Aber lassen wir jetzt diese Dinge. Also ihr seht, es sind Interessen da, nicht nur von der Mafia, sondern auch von der Wirtschaft. Die verdienen Geld damit, dass sie eure Spuren haben. Und was halt Hacker ausnutzen, sind Schwachstellen. Egal, ob jetzt das Windows ist, ob das Mac ist, ob das Android ist, ob das iPhone, iPad ist, alle haben Schwachstellen. Viele Firmen sind heute unter Druck, müssen immer wieder neuere Versionen liefern, neue Funktionen, weil sonst ist man nicht mehr cool. Und so ein bisschen mein Eindruck: Die Qualität am Ende leidet. Es wird nicht mehr so genau geschaut. Gerade Microsoft kann, also was im letzten halben Jahr bei Microsoft passiert ist, das ist fragwürdig, wie schlecht das Zeugs veröffentlicht wurde. Schwachstellen, ja, hat jede Software. Hacker suchen die und nutzen die natürlich dann aus. Es gibt im Internet Plattformen, die funktionieren wie eBay.
Der, der am meisten bezahlt, der bekommt sie. Weil gerade iPhones, iPads schwierig zu hacken sind, werden gerne auch mal Summen um $1 Million bezahlt für eine Schwachstelle, die weit gehen kann. Irgendwann werden diese natürlich dann auch geschlossen, irgendwann werden die bekannt und dann gibt der Anbieter ein Update heraus. Man nennt das einen sogenannten Patch. Ihr könnt euch das vorstellen, ihr seid unterwegs, ihr fällt um, ihr verletzt euch, es blutet ein bisschen, ihr reinigt die Wunde, dann nehmt ihr ein Pflaster, ein Patch und klebt das auf die Wunde. Und genau das Gleiche macht ein Software-Patch. Der schließt genau dieses Loch, dass eben da nichts mehr reingehen kann. Und das ist auch etwas, was ich euch mitgeben will. Wenn Updates herauskommen, bitte installiert diese so schnell wie möglich. Nicht abwarten 2 Wochen, weil Hacker sind faule Leute. Hacker, die greifen bekannte Schwachstellen an. Die haben nicht Zeit, stundenlang neue Schwachstellen zu suchen, sondern die wollen ja eben wieder Geld verdienen. Darum gehen sie genau auf bekannte Schwachstellen los. Und das hat sich durchgesetzt, dass nicht alle Firmen machen mit, aber die meisten Firmen machen mit und veröffentlichen auch die Schwachstelle. Das sind dann genau solche Datenbanken, die CVE-Datenbanken, die zeigen, wie viele Schwachstellen rum sind. Und da könnt ihr nach dem Gerät suchen. Sagt ihr Softwareversion XY, hat die eine Schwachstelle oder nicht? Darum nochmals zurück, wenn euer Telefon sagt, es gibt ein Update, dann installiert das bitte. Macht das nicht nur beim Betriebssystem, sondern auch bei den Applikationen, die ihr habt. Die meisten aktualisieren sich selber, das ist aber nicht immer garantiert. Darum schaut auch mal in ein Programm, vielleicht muss ich ja was von Hand machen. Also darum wirklich Schwachstellen so schnell wie möglich schließen. Netzwerksicherheit, das letzte Thema. Ja, wir sind ja mobil. Wie sieht es aus mit den Abos? Heute haben viele unbegrenzte Abos. Das heißt, man kann ständig mit seinem Provider verbunden sein und braucht eigentlich gar kein Wireless LAN. Wie sieht es aus, wenn ihr in den Ferien seid, irgendwo im Ausland? Nutzt ihr diese? Wenn ihr in Starbucks, McDonald's oder sonst irgendeinem Restaurant geht, nutzt ihr das? Behaupten viele von euch sagen, ja klar, für das bieten sie es ja an. Der Nachteil ist halt, diese öffentlichen Wireless LANs, die sind oft unverschlüsselt. Das heißt, die Verbindung zwischen eurem Gerät, sei es ein Laptop oder sei es ein Handy, ist unverschlüsselt mit dem Access Point. Das heißt noch nicht, dass die Verbindung, die ihr da drin nutzt, verschlüsselt ist oder nicht. Also wenn ihr auf HTTPS geht, dann ist die Verbindung verschlüsselt. Aber nichtsdestotrotz habe ich eine unverschlüsselte Verbindung zwischen zwei Geräten. Und da gibt es dann wirklich Geräte, wo ich das aufzeichnen kann. Ein Hacker-Framework, das ist völlig kostenlos, ist zum Beispiel das Kali Linux. Da könnt ihr euch sogar in diese Verbindung reinhacken. Ohne großen Aufwand, da kann ich euch eine Anleitung schicken, das kann jeder von euch kann das problemlos. Man nennt das Man in the Middle. Und dann gehen eben die Verbindungen nicht direkt, sondern immer noch zu dem dazwischen. Man in the Middle. Verschlüsselte Verbindungen kann ich nicht einfach so knacken, das geht nicht. Wenn ich es mache, kommt mindestens eine Fehlermeldung, wo man das sehen würde. Aber was ist mit den unverschlüsselten Verbindungen? Wie lässt ihr zum Beispiel eure Mails? Nutzt ihr SMTP, wo ihr eure Mails direkt herunterlädt? SMTP, wenn man das Häkchen nicht setzt, ist unverschlüsselt. Das heißt, man in the middle, die Person dazwischen, kann eure Mails mitlesen. Eben heute nicht mehr so ein Thema, es gibt praktisch keine Webseite mehr, die HTTP macht ohne das S.
Früher war das ein bisschen lustiger, konnte man noch sehen, auf welcher Webseite sie sind, welches Kennwort sie eingeben. Bei HTTPS ist das nicht mehr so einfach möglich. Gerade Man in the Middle, wir hatten es vorhin vom Fahrzeug. Ich habe Tesla erwähnt. Tesla könnt ihr ja mit dem iPhone öffnen oder ihr habt eine, so eine Karte, sieht aus wie eine Kreditkarte. Da gibt es wunderschöne Geräte, zum Beispiel das hier. Kann man für wenige Dollars kaufen. Das da, das nennt sich Flipper. Der Flipper, der ist genial. Der kann nämlich Infrarot, der kann Bluetooth, der kann auch für diverse weitere Frequenzen. Das heißt, wenn ihr im Büro so eine Karte habt, um die Türe zu öffnen, das kann ich mit dem klonen. Was auch sehr einfach geht, sind Hotel. Hotel bekommt ihr ja auch oft nur noch so eine Chipkarte. Die könnt ihr sehr einfach mit dem klonen. Einfach Klonmodus, Karte hinhalten, dann habt ihr die kopiert. Also wenige Dollars. Ihr habt ja schon bereits den Namen reingetan. Vielleicht kann jemand noch schnell den Link. Ich glaube, es ist Flipper.0, irgend sowas, wo ihr den. Im Moment gibt es keine oder es gab mal eine Lieferschwierigkeit, aber im Moment sollte es wieder geben. Also ihr könnt das auch ohne großes Fachwissen, danke Moritz, könnt ihr so ein Ding kaufen. Spuren, ja, ihr hinterlasst natürlich auch Spuren, wo ihr seid. Mindestens die Geräte-ID wird herausgefunden. Jedes Gerät hat eine eigene Adresse, man nennt die sogenannte MAC-Adresse, MAC geschrieben. Die setzt sich zusammen aus dem Hersteller. Die Hälfte der Zeichen ist der Hersteller und die andere Hälfte ist eine fortlaufende Buchstaben-Zahlen-Kombination. Also dann weiß der andere auch, ah, das ist ein iPhone oder das ist ein Android, das weiß man dann gerade. Und natürlich Spuren, die ihr hinterlasst, wo ihr euch überall hin bewegt. Ich habe vorhin erwähnt, die SIM-Karte, die im Auto ist, aber das wird natürlich auch von Staaten gemacht. Es gibt verschiedene Länder, wo ihr bei der Passkontrolle, da wird geschaut, was ihr für ein Handy habt. Ihr müsst nicht mal aus der Hosentasche nehmen, das wird automatisch beim Durchlaufen gemacht. Ich war jetzt 2 Wochen in China in den Ferien. Gedacht, mach mal was anderes. Und nein, ich habe mein iPhone nicht mitgenommen. Ich habe mir extra für China ein ganz billiges, günstiges Handy gekauft und habe nur die minimalsten App, die man braucht zum Überleben in einem Land, wo man die Sprache nicht kann. Da war wirklich nur das drauf. Zurückgekommen, das Ding wieder platt gemacht. Weil ihr müsst dort ohne Alipay, WeChat seid ihr in diesem Land verloren. Selbst die Bettler, die haben heute einen QR-Code. Also da müsst ihr kein Geld hinlegen, die haben einen QR-Code. Da könnt ihr ihm vorbeilaufen, könnt ihr noch ein bisschen Geld geben. Ohne diese 2 Apps überlebt ihr in dem Land nicht. Die 2 Apps sind vom Staat. Die sind vom Staat. Das heißt, der Staat weiß immer, wo ihr seid, ihr braucht es für die Metro, ihr braucht es für den Zug, ihr braucht es im Restaurant zum Bezahlen. In 95% von den Läden bezahlt ihr mit Alipay oder sonst eine App, ich jetzt vor allem mit Alipay. Also man weiß genau, wo ihr seid. Und dieses schöne Kamerabild, das ist jetzt nicht aus China, das habe ich aus dem Internet, aber die sind dort allgegenwärtig. Also da wird jeder Schritt. So. Ich habe dann auch so Dinge ausprobiert am Flughafen. Da haben sie so Terminals, wo man schauen kann, hat mein Flug Verspätung oder nicht. Und nein, ihr müsst nicht euer Ticket rausnehmen. Ihr müsst nur hinlaufen. Das System erkennt euch beim Hinlaufen. Es macht Gesichtserkennung und sagt dann, Andreas Wiesler, Ihr Flug hat 2 Stunden Verspätung. Sie bekommen um diese Zeit weitere Informationen. Also ihr müsst da nie mehr ein Ticket davon nehmen, das macht die Kamera voll automatisch.
Gesichtserkennung, vielleicht kennt ihr das zum Entsperren vom Gerät, wird dort aktiv genutzt. Das Gesicht wird ja gescannt, wenn ihr ins Land reinkommt. Und ab dem Zeitpunkt wissen sie eigentlich immer, wo ihr seid. Also ihr seht, ihr hinterlasst immer wieder Spuren. Ich habe mehrmals das Wort VPN gelesen, Virtual Private Network. Das macht eine verschlüsselte Verbindung, meistens mit irgendeinem Provider. Erstaunlicherweise im Moment macht NordVPN im Fernsehen Werbung. Das finde ich echt spannend, dass eine VPN-Software Werbung macht, wieso auch immer die das im Fernsehen machen. Dadurch wird eben diese Verbindung von eurem Gerät zum anderen Endpunkt verschlüsselt. Stimmt, ja, das kann natürlich sein wegen dem. Man sieht zwar immer noch vom Gerät her, wenn ihr euch in Wireless einbucht, was ihr seid, aber man sieht nichts mehr. Das heißt, die Mails werden dann auch dort durchgeleitet. In China haben sie das recht gut im Griff. Ich hatte mehrere VPNs installiert, aber keines habe ich zum Laufen gebracht. Spannend war aber so, internationale SIM-Karten sind zum Teil, haben sie die chinesische Firewall umgangen. Also ich hatte ab und zu die Möglichkeit, irgendwo einen Dienst abzurufen, aber zum Beispiel eben Google, WhatsApp, Insta und wie sie alle heißen, das alles blockiert. Also VPN ist sicherlich eine gute Möglichkeit. Nein, es ging mir nicht darum, euch jetzt Angst zu machen und ihr sagt, ich lasse das Handy zu Hause, ich nehme es nie mehr mit, auf keinen Fall. Für mich wichtig war, dass ihr seht, dass jemand Interesse hat an euch. Yay! Euren Daten, eure Daten, das ist das Geld. Also das heißt, gerade wenn eine App und gerade so eine hochwertige App kostenlos ist, mit irgendwas verdienen die Geld. Das muss man einfach immer im Hinterkopf behalten. Ja, was können wir tun? Wichtig gegen den Diebstahl ist der Geräteschutz. Dass ihr ein gutes Passwort habt, PINs habt, biometrische Daten, die, so wie ich das bis heute untersucht habe, das Entsperren mit dem Gesicht oder Fingerprint, das geht nicht ins Internet, sondern das bleibt auf dem Gerät drauf. Klammer auf, theoretisch könnte natürlich Apple die schon irgendwie klauen, wenn sie das wollten, aber dann, wenn das rauskommt, dürfte ein großer Vertrauensbruch sein. Darum, ich glaube schon, dass diese Daten auf dem Gerät bleiben. Ganz wichtig finde ich, dass ihr die automatische Sperre einrichtet. Gerade auch beim Laptop, ich höre manchmal, ja, Herr Wiesle, wissen Sie, wir sperren die Geräte schon, aber erst nach 30 Minuten oder ich hatte auch schon eine Stunde. Ja, wissen Sie, wenn man am Telefon ist und nicht gleich tippt und wir stellen nach einer Minute das Kennwort ein, dann mache ich ja nur alle verrückt im Unternehmen. Kann ich nachvollziehen, das Argument. Eine Minute würde ich vielleicht auch nicht einstellen, aber so 3, 5 Minuten wäre halt schon gut. Sonst gibt es meinen Lieblingsspruch, ungesperrter Arbeitsplatz, ihr geht hin, schickt eine Mail an die ganze Firma, Freitag um 4 Bier bei mir, weil entweder macht er es dann oder schreibt, oh, so ein Witzbold hat das geschrieben, ich habe nicht gesperrt. Mal schauen. Also, nutzt diesen Geräteschutz. Jetzt habe ich ein großes Aber noch hinten dran bei PIN und Mustereingaben. Wenn natürlich die Zahlen immer genau an der gleichen Stelle sind, dann sehe ich doch das, wenn ich hinten dran bin. Oder so leicht seitlich. Gerade die Wischmuster, die sehe ich natürlich und kann dann das einfach nachgehen. Darum, es gibt, gerade bei Android, könnt ihr sagen, ordne die Zahlen neu an. Macht euch zwar verrückt, wenn ihr nicht mehr wisst, wo die 5 ist, dass die halt nicht mehr in der Mitte ist und ihr müsst sie immer wieder suchen. Aber der andere sieht nicht, was ihr eingegeben habt. Also da
Ja, es ist eine Gratwanderung. Mache ich mir selber das Leben schwer oder eben dem Hacker? Ganz, ganz wichtig finde ich, dass ihr die Daten auf den Geräten verschlüsselt. Ganz ein wichtiger Punkt. Bei iPhone ist das schon länger der Fall, dass das aktiv ist. Ich glaube sogar seit iOS 9. Bei Android aktiviert das. Bei eurem Laptop aktiviert das. Auch bei Mac könnt ihr das machen. Bei Windows heißt das BitLocker. Leider bei Windows nicht in allen Versionen dabei. Also, ich weiß nicht, was sich Microsoft da überlegt hat, dass das nur eine Pro-Version drin ist. Aber ein guter Schutz, wenn euer Gerät wegkommt, kommt man nicht an die Daten. Spannend war jetzt beim Android, das ich hatte für China. Da habe ich noch eine zusätzliche Speicherkarte drin und die habe ich jetzt rausgenommen und mal analysiert. Das ist eine 1:1-Kopie vom Handy, unverschlüsselt. Also da sieht man wirklich Chatverlauf, die ganzen Daten. Also für forensische Analysen wunderbar. Ihr müsst kein Image ziehen vom Handy. Es ist schon alles auf diesen Kärtchen drauf. Man kann, wenn man mutig ist, auch einrichten, wird der PIN mehrmals falsch eingegeben, wird das Gerät gelöscht. Warum sage ich mutig? Vielleicht habt ihr ja Kinder, kleinere Kinder, und ihr lasst mal euer Handy rumliegen. Was machen die? Die ahmen natürlich Papi und Mami nach und tippen da drauf. Und wenn ihr es eingestellt habt, nach 10 fehlerhaften Eingaben wird das Handy gelöscht, dann ist es gelöscht. Und dann stellt sich natürlich die Frage, wann habt ihr das letzte Backup gemacht? Auch der letzte Punkt unten. Oder ist alles weg? Mir ist das mal passiert, ich hatte ein Handy, das irgendeinen Fehler hatte. Ich habe einen Longjog gemacht, über eine längere Distanz. Und durch das Schütteln hat das Gerät gemeint, ich gebe den PIN ein, leider falsch. Und als ich am Ziel ankam, war das Handy, Grüezi, Hello, Bonjour, zurückgesetzt. Super, nicht so toll. Also darum auch im Hinterkopf wieder behalten, Vor- und Nachteile vom Ganzen. Und das habe ich vorhin schon erwähnt und das ist mir wirklich ganz, ganz, ganz ein wichtiges Anliegen. Installiert Updates, Patches möglichst schnell. Bitte macht das. Lädt Apps nur auf offiziellen Stores herunter. Manchmal gibt es halt die ganz coolen Dinge nur an einem anderen Ort. Super, dass ihr euch gegenseitig helft. Holt die Apps nur dort, wo ihr auch sicher seid. Weil Android wie auch bei Apple hat es jemand noch, der das prüft. Klar, da nutzt rutscht auch mal was durch. Aber das Risiko, dass ihr euch selber den Schädling installiert, ist sehr, sehr viel kleiner. Das habe ich auch erwähnt, wenn eine App nach der Installation fragt, ich hätte gerne Zugriff auf die Kamera, auf das Mikrofon, auf die Geodaten, auf den Speicher und so weiter, überlegt euch wirklich, braucht es das? Ich habe vorhin den Taschenrechner gebraucht oder eben die Taschenlampe, die es mal gab. Taschenlampe, die einfach nur das Licht auf der Rückseite eingeschaltet hat. Das Ding hat ja alles gesammelt, alles, was ihr macht. Darum sehr, sehr vorsichtig und wirklich nur das freigeben, wenn es auch Sinn macht. Und das Backup ist eure Lebensversicherung. Es kann halt mal passieren, dass ein Gerät verloren geht, dass es defekt ist. Und wenn ihr kein Backup habt, ist alles weg. Macht das nicht nur vom Gerät selber, eben auch mal vom Laptop. Wenn gerade der Laptop euer wichtigstes Instrument ist, das ihr nutzt, dann macht auch da mal ein Backup. Dürft ihr die Cloud verwenden? Ja, klar. Nutzt einen Cloud-Dienst eures Vertrauens. Nutzt auch dort bitte Zugriffsrechte eingeschränkt, dass da nicht jeder drauf kann.
Und dann habt ihr die Daten noch an einer anderen Stelle. Das Android, das kann direkt mit Google, das müsste von Haus aus aktivierbar sein. Dann ist alles bei Google. Es gibt in der Schweiz Geschichten aus dem digitalen Alltag. Früher hieß es Geschichten aus dem Internet, die man selber nicht erleben möchte. So Comics-artig, da habt ihr immer ein Ereignis. Eben gerade auch aus diesem digitalen Alltag, da sind auch Dinge drin, die ich euch jetzt erzählt habe, die könnt ihr kostenlos herunterladen oder auch per Post bestellen. Es gibt sie wirklich auch ausgedruckt. Mindestens Deutsch, Französisch, Italienisch, Englisch, Rätoromanisch gibt es. Und ab und zu haben sie noch weitere Sprachen. Digital sicher, Kroatisch, Serbisch gibt es noch und ein paar Sprachen weiter. Könnt ihr das als PDF herunterladen? Ich finde sie sehr gut gemacht. Oder wenn ihr mal selber ein bisschen Social Engineering spielen wollt, hat es hier so von G-Data auch noch eine spannende Seite. Ja, ich möchte gern euch noch ein bisschen Zeit geben für eure Fragen. Ich gehe gleich eine Folie noch weiter. Google ist es wichtig, dass ihr natürlich auch ein Feedback geben könnt. Könnt ihr sagen, seid ihr zufrieden mit dem Andreas oder das war alles Schrott, was ihr erzählt habt? Geht auf diesen Link und dann könnt ihr das dort ausfüllen. Jetzt haben wir doch da noch so einen QR-Code. Scannt ihr den jetzt einfach ab oder nicht? Zu dem habe ich noch gar nichts ge gesagt. Ja, in dieser Präsentation dürft ihr jetzt. Aber wenn ihr irgendwo eine Straßenlaterne, einen QR-Code seht, würde ich es, glaube ich, nicht machen. Bitte nicht. Darf ich die Präsentation schon beenden, weil dann sehe ich euch ein bisschen besser. Da braucht jemand noch den Link. Ich habe gesehen, er war auch vorhin gleich im Chat. Sollte das eigentlich klappen? Perfekt. Die Maus wiederfinden. Ja. Den Chat schaue ich dann noch an, aber vielleicht habt ihr jetzt gerade noch Fragen, die ihr gerne so stellen möchtet. Aktuell wird ja alles aufgenommen. Wir können es so machen, dass die Diskussionsrunde nicht mehr aufgenommen wird. Ist das gut für dich, Tim? Okay. Ja, das passt. Möchtest du noch kurz dich verabschieden, damit es so im Video schneidbar ist für Ja. die Personen, die jetzt gehen möchten, sonst vor der Diskussion? Danke dir. Ja, vielen Dank. Auch im Chat, ich habe gesehen, dass da immer wieder durchgescrollt ist. Ist ein sehr spannendes Thema. Wir haben jetzt nur ganz, ganz kleine Musiksteinchen rausgepickt. Wenn ihr Fragen habt, die ihr nicht hier stellen möchtet, wiesler@gosecurity.ca ist die Adresse. Also mein Nachname, @gosecurity, solltet ihr hier im Hintergrund sehen. Ich hoffe, es ist nicht verdreht wie in meiner Vorschau. Da könnt ihr die Frage gerne auch später stellen. Da bekommt ihr auch eine Rückmeldung von mir.